und herzlich willkommen zurück bei ARK PlayStation 4. Und ja, neue Folge. Ihr seht schon, ich habe hier um mich rum ein bisschen was verschönert. Und bei mir ist eigentlich gerade Freitagabend. Und das neue Update ist rausgekommen und es läuft deutlich flüssiger, das Spiel. Also ich werde ja immer gefragt, auf welcher PlayStation ich spiele. Ich bin ja jetzt auf der alten PlayStation gerade wieder unterwegs und es läuft super smooth gerade. Finde ich gerade richtig geil. Und wir haben Tag, das heißt, wir werden es mal ein bisschen hier erweitern. Mal oben kurz drauf gucken. Oh, Aufnahme läuft. Gut, nicht, dass ich hier auf einmal losquatsche und die Aufnahme läuft gar nicht. Ja, ich muss mich noch mit dem neuen Setup ein bisschen gewöhnen haben, gerade mit Facecam. Da muss ich mal aufpassen, dass hier bei dem Ding der Akku nicht leer geht. Und dass ich dann auf einmal immer wieder reingucke und aber wohl ein Star ist. Das ist denn ja, das Update 1.02 ist ein bisschen hübscher geworden, das Spiel. Man sieht es hoffentlich. Die Sichtweite wurde anscheinend ein kleines bisschen verringert, aber dafür mehr Detail im Ringsherum. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Herstellbares, mein supergeilen Hut habe ich auf. Ich brauche Erfahrungspunkte. Chitinpanzer, menschlichen Kot haben wir in der Tasche. Ich habe zu viel Energy gesoffen. Ich bin gerade irgendwie so... Gut, ich hole mir noch ein bisschen Holz und dann gucken wir mal weiter, wie es aussieht mit Erfahrungspunkten. Wir sind ja leider, der eine Safe Game war ja leider Schrott gegangen, mit wo wir schon die Hütte angefangen haben. Aber ich will sowieso irgendwo anders bauen. Also, jetzt nicht gerade... Ich wollte ja mal hinten mal rüber gucken, ne? Wollte mal rüber auf die andere Seite. Vielleicht schaffen wir es da irgendwie rüber zu schwimmen, wenn da nicht so viel Viehzeug ist. Ich glaube, der Große, der hier, der ist tot. Den Großen hat es zerflattert. Komm, wir holen uns jetzt einen Scheiß daran. Ey, hoffentlich fressen die jetzt nicht alle schon dran. Geil. Warum ist mir denn kalt? Ist so eine Macke oder was? Wir holen uns erstmal ein bisschen Leder und ein bisschen Fleisch aus dem Vieh. Ey, wir kriegen jetzt so viel raus. Ach man, dann ist das doch verschwunden. Ey, das wäre urgeil gekommen, hätten wir das Vieh komplett gekillt. Was meint ihr, was da an Erfahrungspunkte rausbekommen hätten? Ich schwadrolliere mal da hinten rüber. Ist gerade ein bisschen kalt. Oh, ein Fischi. Bist du ein lieber Fisch? Angeln können wir später übrigens auch. Sorry, dass ich manchmal hier so ein bisschen doof aus der Wäsche gucke. Ich glaube, es ist gerade, ja, es ist noch Sonnenaufgang. Und da hinten frisst gerade irgendein Dino und Dodo. Ich gehe mal da hinten hoch. Ich muss mal irgendwo eine ruhige Stelle finden. Ist ganz schön dunkel hier. Ist normal, wenn du gerade so einen Aufgang hast. Meine, komm mal nicht hoch. Ich sehe nichts. Komm mal. Muss im helllichten Tag noch eine Fackel nehmen hier. Gut. Hau ab! Da kann man noch einen Speer, ne? Hau ab! Komm her! Erst komm, hau ab und komm her, ne? Wo ist das Vieh? Ich sehe die immer nicht. Du auch noch? Willst du prügeln oder was? So. Legen sich immer den Falschen an. Mann. Ja, wir gehen mal da vorne hin. Ich muss mich hier ein bisschen umgucken. Nicht, dass mich irgendwas angreift. Ich gehe mal am besten hoch auf den Fels hier. Wir haben hier eigentlich eine richtig schöne Insel. Da vorne haben wir... Mir kommt das immer so vor, als wenn ich von irgendwas verfolgt werde. Wir gucken mal ganz kurz. Ich gehe noch ein kleines bisschen auf Gesundheit. Jetzt wollen wir mal schauen. Den... Ziele bewusstlos schlagen. Ich würde eigentlich gerne so einen kleinen Dino mal schnappen. Dafür brauchen wir natürlich das Narkosemittel. Und es wäre auch geil. Ja, ich will jetzt irgendein Vieh fangen, Leute. Wasser. Ich lerne schon mal das Podest. Ja. Was ist nu? Ah, er hat Hunger. Mann, ey. Erschreckt mich doch einfach mal. So. Wir essen davon jetzt erstmal ein paar. Was? Warum machst du die jetzt da unten rein? Ja doch, beruhige dich. Oh, das wäre ja immer hier so... Das irritiert mich immer ein bisschen. So.
Drei Stück haben wir noch. So, jetzt hast du aber ein paar Bären-Intus. Warum ist sie denn kalt, Kumpel? Du hast doch schon mal an. Haben wir jetzt noch, stimmt, ich wollte mir... War das ein Nu? Warum bist du bewusstlos? So eine Macke? Ich hab doch gegessen. Hallo? Ey, wehe, kommt jetzt irgendein Vieh und frisst mich. Hallo? Dir geht's gut. Steh auf. Oh oh. Oh oh. Steh auf! Mann, was ist denn mit dir nicht richtig? Aber es müsste gleich losgehen, oder? Ich guck unten auf die Anzeige. Also rechts, glaube ich, ist eine Anzeige, so eine Bewusstlosigkeitsanzeige. Du hast doch gegessen! Ey, hoffentlich findet er den Weg hier nicht hoch, dann... Hallo? Muss ich mich hier irgendwas machen? Was liegt der denn jetzt hier irgendwie rum oder so? Jetzt bewege dich! Achso, wenn ich mich hier ein bisschen drehe, dann geht die Anzeige runter. Mann, das ist ja... Ich hatte eigentlich gar keine Symptome gehabt. Mir war bloß ein bisschen kalt. Aber ich habe doch Kleidung angehabt. So kalt kann das gar nicht sein. Ja! Es ist doch warm genug. Was... Ja, da gehe ich erstmal nicht runter. Was ist denn sein Problem? So kalt ist das nicht. Denn, ja, mache ich mir mal fix die Schuhe. So, sonst hat er Pippi in Augen. Mann, ey. Ja, das ist ein Typ, oder? Ich habe mal den Tageszyklus ein bisschen anders eingestellt, dass wir länger Tag haben und eine kürzere Nacht, damit wir ein bisschen was sehen können, weil das macht ja keinen Sinn, wenn wir permanent hier irgendwie dunkel haben und ihr seht nicht, was Phase ist, ich sehe nicht, was Phase ist und wir stehen dann einfach nur doof rum. So, ich hole mir hinten nochmal ein bisschen was. Was brauchen wir denn jetzt insgesamt? Ja, kackt er erstmal. Ich will die Schuhe haben. Da brauchen wir Fasern, einfach nur Fasern sammeln. So, Fasern. Ich will keine Bären, ich will Fasern. Muss ich aufpassen, dass hier kein so viel Wandertag hat. Aber hätten sich schon Schwanz wieder glitzern. Ich kann mir leider noch keinen Dinosaurier tamen, wo ich drauf reiten kann. Weil dazu muss ich erst den Sattel beherrschen. Was schwimmt denn da vorne? Alter. Alter, bist du ein fetter Fisch? Bist du nett? Alter, hast du das gesehen? Oh, kaputt gemacht. Da gibt's ein bisschen Lachs, Freunde. Warte mal. Steht hier als Simon da. Simon heißt der Lachs. Ey, wenn wir so viel sammeln... Mann, jetzt ist dem hier permanent kalt, dem Typen. Sorry, dass ich heute total am Ausrasten bin, aber irgendwie... Da will der mich heute ärgern. So, jetzt holen wir den Rest hier raus. Das ist aber auch ein Brocken. Ja, heute haben wir es irgendwie mit dem Fleisch, ne? Erst den großen Fetten da hinten, jetzt schwimmt hier so ein Fisch fast am Land rum. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt will ich mir aber auch jetzt die Schuhe machen, damit wir hier mit unseren Jesus-Öko-Tretern mal hier rumrennen können. Da fehlen mir jetzt immer noch Fasern, weil ich gleich... Nee, die Handdinger habe ich ja. Nebenhand, Füße. Ich weiß, das dauert hier Ewigkeiten bei mir. Aber ich muss mir ganz kurz was braten, Freunde. Ich mache mal hier... Lade schneller. Ein. Jetzt fehlt mir noch Stein. Warte mal. Stein ist ja nicht das Problem. Die leben ja hier in der Steinzeit. Ich weiß, das war jetzt ein urschlechter Witz. Da hinten, da rennt irgendwas lang.
Ich glaube, das ist sogar ein etwas größer. Nee, doch nicht. Hätte ja sein können. Ich mach mal ganz kurz ein Feuer und brat. Hab ich immer noch nicht. Ja, ich hab doch schon Steine gesammelt. Was ist denn? Hier, komm her. Was? Boah. Jetzt musst du hier echt alles abgrasen, nur dass du mal ein bisschen Stein findest. Ich will kein Feuerstein, ich will Stein. Zwei Steine. Dann machen wir mal kurz ein Feuer und braten uns erstmal was zu futtern. Muss mir bloß merken, wo ich das hinstelle. Was ist denn jetzt? Oh, ich brauche noch mehr Stein. Warum haben... Gibt's hier denn keine richtigen Steine an dem Strand, oder was? Oh, der ist ja total... Der hat ja richtig gute Laune heute. Ja. Bei mir hier jedes Lebewesen... Alter, da hinten rennt schon wieder einer so lang, als wenn er Flitzekacke hat. Jetzt aber. Oh, noch zwei Steine. Da kommt irgendwas runter. Da müssen wir, glaube ich, Level 5 sein. Können wir gleich mal schauen. Ob wir das gleich kriegen, was da drin ist. Vielleicht haben wir ein gutes Rezept drin, ne? Ich gehe gleich mal dahin. Aber erstmal. Wie weit ist das Ding? Das dauert noch ein bisschen, bis es unten ist. Oder ja. Dann machen wir uns hier vorne mal ein kleines Feuerchen hin. Braten mal ein bisschen was zu essen. Wo habe ich denn das drinne? Warte. Da. Dann braten wir uns mal ganz kurz was zu futtern. Und dann geht's weiter. Ich weiß, es ist jetzt die total geile Planung. Du denkst jetzt, oh, hä? Was labert denn der jetzt? Nicht drüber nachdenken, Freunde. Einfach mitziehen. So. Oh. Warte, alles da rein. Ja, alles da rein. Bitte. Und einmal entzünden. Dann braten wir uns das ganze Zeug mal. Und ich guck mal, hoffentlich kommt jetzt nichts in der Nähe. Ich würde jetzt total kotzen, wenn mich irgendein Vieh umbringen will. Aber ich will warten, bis das Ding runterkommt und dann will ich mal gucken. Ist das schon wieder so ein großer Fisch? Also wenn wir hier permanent so einen fetten Lachs haben, dann bleibe ich hier. Dann mache ich da vorne irgendwo mein Gehäuse hin. Sorry, dass ich immer hier weit zurückgehe. Ich muss das erst noch mal lernen hier mit der Kamera. So. Bleib doch mal an! Wer hätte... Ist da verdorbenes Fleisch drin? Ah, verstehe. Hä? Ach so, warte. Das geht so nicht. Wir müssen da eins... Eins muss da drin frei bleiben. Jetzt gucken wir mal, was wir denn da hinten haben. Ich habe ja ein Glück noch ein paar Speere. Das heißt, wenn irgendwas kommt, gibt's voll auf die Fresse. Da ist noch so ein Lachs. Ich hoffe, der ist nett. Jetzt bleibt doch mal über Wasser. Kann doch nicht so schwer sein. Level 15. Na klar. Schade. Hätte mich gefreut, hätten wir jetzt was bekommen. Ist dem halt nicht so, ne, Fischi? Boah, Alter! Die greifen ja wirklich an. Was war das? Ach, der nächste Fisch da hinten, oder wie? Ey, die Lachse sind ja extrem. Lachse, die Menschen fressen. Ach so, mein Magen. Der macht auch schon wieder... Nicht, dass der schon wieder bewusstlos wird, gleich nur, weil er ein bisschen Hunger hat. So. Ach komm, dann machen wir das gleich so. Wo haben wir den? Dreieck? Es müsste jetzt aber bald mal reichen hier, oder? Feuer löschen, Inventar öffnen. Nehmen wir mal das Fleisch da raus. Die Holzkohle nehmen wir mal kurz raus. Ich weiß, ich werde hier nie vorankommen. So, das verdorbene Fleisch, das heben wir uns auch auf. Darfst du nicht wegschmeißen. Machen wir Betäubungsmittel später draus. Kann ich das eigentlich jetzt trotzdem dazu packen? Wenn sich das doch hier eh füllt, dann machen wir das einfach mal rein. 20 Stück.
Alter, wie viel rohen Fisch wir einfach nur haben. Gut, ich werde versuchen. Haben wir noch freie Punkte? Nö. Vielleicht bekommen wir durchs Braten noch ein bisschen was. Und wenn nicht, töte ich hier noch so einen Fisch. Weil, wenn die so viel Erfahrungspunkte bringen können, dann holen wir uns hier einfach Futter. Da können wir zumindest nicht verrecken. Und hier am Wasser können wir jedenfalls immer was trinken. Ich sehe aber nicht so viel, weil das scheiß Ding hier unten ist, dass ich nicht öffnen kann. Was dem immer kalt ist. Da ist wieder so ein großer Fetter. Wo ist er hin? Hab ihn doch eben gesehen. Nicht, dass der echt mich fressen kann. Ach so, ich wollte den Knippel machen. Was brauchen wir für den Knippel? Holz. Dann braten wir so ein Vieh da vorne eins über. Und dann will ich mal gucken. Wir haben jetzt genug Fleisch. Wir haben jetzt genug Fleisch, um ein Vieh zu tamen. Und das werden wir gleich probieren. Pass mal auf. Den Knippel, den packe ich mir dann irgendwo hin. Weil wir haben genug rohes Fleisch, Freunde. Das ist rohen Fisch. Stimmt. Stimmt. Ich darf nicht alles Fleisch verbraten, denn nur mit gutem Fleisch kann man denn die anderen Dinos da füttern. Nimm mal eine Knippel hier in der Hand. Dann tamen wir mal. Müssen wir bloß von meinem Feuer hätten was abholen. Vielleicht können wir auf der anderen Seite noch einen Dino auf die Fresse hauen. Mal gucken. Dann brate ich jetzt hier den Fisch. Und hinten hauen wir das Vieh nieder. So, Inventar öffnen. Bitte. Oh Gott. So, dann machen wir das so. Ich weiß gar nicht, ob der Gebratenes frisst. Aber wir schnappen uns den jetzt mal da hinten. Dem hauen wir sowas von dermaßen eins auf die Rübe. Wir könnten eigentlich auch den fetten Fisch da unten tamen, aber ich weiß nicht, was der frisst. So. So, ich muss ab und zu da hochgucken, damit ich sehe, ob die Aufnahme richtig läuft. Da ist doch irgendwas. Da ist doch ein Opfer. Oder? Bist du ein Opferino? Oder seid ihr zwei? Wenn ihr zwei seid, habe ich verkackt. Komm mal her hier. Lauf mit deiner Spucke. Bleibst du. Genau. So, Inventar öffnen. Ich habe jetzt, glaube ich, gar keine Naku-Bären, oder? Also Nakuti, doch da. Oder? Den brauche ich gar nicht bei dem. Nahrung machen wir mal kurz voll. Können wir denn... Wollen wir denn jetzt die scheiß Bären hin? Mensch. Hä? Ich hab doch eben noch welche gesehen. Hallo? Fressen tut er zumindest mal, das ist gut. Kann ich nicht lesen? Stein? Metall? Fasern? Ich glaube, ich bin blind, Freunde. Ich habe doch eben gerade noch welche gesehen, oder? Ich wollte da sogar draufklicken aus Versehen. Ach so. Alles anzeigen? Die sind weg. Wie sieht's denn aus? Bewusstlos. Wenn nicht, dann hau ich ihn einfach nochmal eins auf den Deckel. Das ist ja nicht das Problem. So. Essen tut er. Bewusstlos ist er auch noch. Aber ich brauche ein paar Bären. Warte mal. Stimbären. Fasern. Das sind die falschen Bären. Ich weiß bloß nicht, wo ich die mehr herkriegen soll. Wisst ihr, wo man am besten diese Bären... Da. Ich hab zwei. Da flöße ich immer nochmal welche ein. Inventar öffnen. Bitte. Und wir suchen uns mal noch die Bären hier raus. Da. So. Benutzen, erzwingen. So. Das heißt, wir haben den jetzt in eine Narkosebeere reingehauen. Er isst jetzt. Und jedes Mal, wenn er was frisst, geht das Zähmen höher. Und das bewusstlos
erhöht sich, wenn wir die Bären dazufügen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so gut, wie ich mir das denke. Wenn nicht, gebe ich ihm noch die zweite. Siehst du, bewusstlos steigt jetzt, wenn wir die Narko-Bären dazugeben. Oh Mann! Ich will den diese Folge noch tamen, Freunde. Ich will das hier noch hinkriegen. Dann haben wir unseren ersten kleinen Dino. Zwar nur Level 5. Aber wir haben zumindest einen, der uns mal ein bisschen beschützt. Der kann im Level noch aufsteigen. Vielleicht packen wir uns mehrere. So 10 Stück oder so. Geschlecht weiblich. Können also Eier legen. Ich brauche ein paar Bären. Samen brauche ich nicht. Vielleicht gibt mir das Fleisch nicht alle, weil der jetzt auch ziemlich viel frisst. Kein Stein. Ich brauche die Narkosebären. Bitte. Da. Habe ich wieder eine? Oh oh, oh oh. Bleib mir ja. Wenn der. Wo liegt das Vieh jetzt? Da. Muss auch aufpassen, wenn die so halbwegs bewusstlos da liegen, sind die ja natürlich für andere Lebewesen gefundenes Fressen in dem Sinne. Narkobären. Mal nochmal eine erzwingen hier. Okay, ich brauche mehr. Mehr. Ich kann hier bloß nicht permanent als überbraten. Noch zwei Narkobären. Wo ist das Vieh? Da. Inventar öffnen. Ah, das Fleisch ist leer. Dann geben wir mal ein bisschen Fleisch dazu. Zwei Narkosebären noch da rein. Huh! Schwein gehabt. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, da war nicht genug Fleisch drin. Mann! Komm. Ich will jetzt endlich so ein Vieh. Nein! Ey, wehe, sieht er das? Hau ab! Hau ab! Gut, ja, wir waren hier ein bisschen anders gesonnen jetzt. War noch ein paar Kantakuse. Bitte. Kommt der jetzt echt wieder? Stirb doch mal! Komm her! So, ich brauche Bären. Bären. Komm. Gib her. Mann, warum finde ich denn hier keine Narkosebären? Na? Wenn ich das hier jetzt irgendwas anders an den Schießen kommt, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Da! Wir haben wieder ein paar Bären. Wo ist das Vieh? Komm. Nicht aufstehen, bitte. Wie sieht's aus? Oh, es wacht gleich auf. Es darf nicht aufwachen, Freunde. Zwei Bären wieder rein. Ich hätte echt mehr davon sammeln müssen zum Anfang. So. Bewusstlosigkeit steigt wieder. Ich muss mehr Bären finden. Puh. Ich habe das hier mal ein bisschen. Ich glaube, ich schneide das hier mal ein bisschen zusammen, dass es nicht zu lang wird. Oder? Nö, komm. Komm, ich brauche mehr Bären. Bitte. Ich will nicht, dass der aufsteht. Ich weiß, das ist jetzt nur echt kleines Vieh. Aber für den Anfang ist das gar nicht mal so. Mann, ich will keinen Stein haben. Komm, gib her. Gib mir Bären. Bitte. Von Narkosebären. Ich finde hier nur Fasern und Steine. Nix dabei. Ich glaube, das Vieh wird vorher aufwachen. Wenn nicht, muss ich einen rüberbraten. Da sind wieder zwei Bären dabei. Wunderbar. Wo ist er? Wach gleich auf. Ich kann ihn aber nicht permanent als überbraten.
Das wäre dumm. Huch. Benutzen, erzwingen. Und nochmal benutzen, erzwingen. Kann ich die nicht einfach so als überbraten? Dann mache ich ihn höchstens tot mit. Funktioniert also nicht so wirklich. Das wäre natürlich geil, wenn ich einfach nur eins überbraten könnte. Hier gibt es ja noch Fasern. Wir rennen jetzt einfach mal durch. Gucken mal, was wir noch zusammen klauen können. Kartoffelsaat, okay. Was ich hier alles finde. Vielleicht haben wir einen Haufen Zeug, aber nichts, was wir brauchen. Fasern habe ich jetzt mittlerweile auch genug. Da brauchst du mir jetzt nichts mehr geben. Nichts dabei. Freunde, das wird nichts, wenn wir nicht endlich mal hier ein paar Bären ranbekommen. Fasern, Fasern. Steine. Fasern. Ey, ich fütte das Vieh gleich. Da, eine Bäre. Ja, doch, beschwer dich noch. Ha, ich hab's geschafft. Oh, ich hab Gott, die Zähmen. Den nenne ich, ist ja weiblich, ne? Ist weiblich, Boris. Oh, so. Ah. Ah, das erste Vieh getamed. Was ist los? Bin ich in irgendwas reingetreten? Ah, ne, er hat Durst. Schwein gehabt. Gut, wir haben unseren ersten Dino. Weiblich, Boris. So, dich kann ich jetzt mit Inventar ein bisschen füllen. Ich gebe dir mal rohes Fleisch ganz viel mit. Kannst du meinetwegen fressen. Narkotisiakum brauchst du nicht. Gut, Freunde. Wir haben unseren ersten Dino, dem wir... wie war das? Befehle geben? Ach, hier. Folgen. Ah, ich kann ja... stimmt ja. Ich kann ja auf Kommando kacken. Ha, das wusste ich noch gar nicht. Pfeife, alle anhalten. Wer bleibt da stehen? Und folgt er mir? Gut, ich kann also Befehle geben und jetzt haben wir unseren ersten eigenen Dino. Und freut mich gerade, dass wir es geschafft haben. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke dir vielmals fürs Reinschauen. Bis dann, haust rein. Ciao.